Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Liebe Abanaira, ich grüße dich. Deine Frage ist, wie sollst du mit deinem Partner umgehen? Er zieht sich immer zurück, er neigt zu Depressionen und es ist gar nicht einfach, deine Situation. Und das klären wir in dieser Legung. Was sollst du ihm vermitteln? Das zeigt dieses Bild. Das ist die Königin über den Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Das heißt mit anderen Worten, du herrschst. Du bist die Königin über die Gefühle, auch über deine eigenen Gefühle, auch wie sich das anfühlt in die Liebepartnerschaft, und du spiegelst ihm etwas und belehrst ihm, mit seinen eigenen Emotionen klar werden. Aber wie? Jetzt sollst du nachdenken, warum ist er depressiv? Was für Probleme hat er? Liegt das an seinen Erinnerungen, Lebenserfahrungen oder spielt nur was vor, damit er Aufmerksamkeit bekommt? Das ist ein großer Unterschied. Hat er wirklich so viele Probleme und Ängste und wie kommt er von seinen Ängsten raus? Wenn du dich einsetzt und ständig um ihn kümmerst, dann wird das genießen. Und das wäre nicht die richtige Richtung, sondern wenn er zeigt, seine Ängste oder seine Depressionen, lass den hängen. Er muss das mit selbst klären. Du bist nicht seine Mutter, du bist nicht seine Therapeutin. Du kannst so etwas sagen, ich lasse dich, wenn bei dir wieder die Ruhe einkehrt, dann kannst du bei mir melden, ich habe keinen Bock dazu. Mit dieser Reaktion wird er nicht rechnen. Aber er muss aufwachen. Er muss aufwachen, in sein Leben etwas verändern, damit er das im Griff bekommt. Und hier brauchst du die Unterscheidungsvermögen. Hat er wirklich so viele Probleme und Sorgen, dass es absolut notwendig ist, ihn zu unterstützen, um ihn kümmern oder zuhören, dann würde ich sagen, ja, dann mach es. Wenn du das Gefühl hast, er setzt das ein, damit er Aufmerksamkeit bekommt und es ist Gewohnheit geworden und das, was mein Gefühl sagt, dass das so ist, dann lass ihn links liegen, weil das ist die einzige, was hilft. Du musst nicht immer springen. Und wenn er zurückzieht und dir erklärt, weil er Depressionen gehabt hat, dann kannst du sagen, das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Und mir geht's gut. Ich genieße das Leben. Und ich hoffe, dass du mitziehst. Ich möchte damit sagen,
bei dir ist alles okay und du zeigst ihm Lebensfreude und er hat Probleme. Und jetzt bestimmt er die Richtung. Gehst in die Richtung, was er spiegelt und zieht dich das auch nach unten, weil das belastet dich. Oder du machst dein eigenes Ding und er wacht auf und kommt hinterher. Und das ist mein Rat. Und dazu brauchst du dieses stolze und königliche Verhalten. Das heißt, du gehst nicht in diesen Gefühlen ein, wie Depression oder Angst, sondern du ignorierst es komplett. Sondern du spiegelst ihm anderen Gefühlen und Lebensqualität, nämlich Lebensfreude, Lachen. Und immer wieder spiegelst ihm das. Anfang wird er damit gar nicht klarkommen. Aber das ist sein Problem und sei geduldig, bis er sich daran gewöhnt. Und so könnt ihr das verbessern. Und bleib in dieser Haltung. Und jetzt schauen wir, was bei ihm los ist. Schau mal diese Streitigkeiten. Natürlich kann das bedeuten, dass in sein Leben Probleme gibt und dass andere Menschen ihn angreifen, dass jeder will von ihm was und ihm reicht das gerade. Aber er muss damit umgehen lernen und nicht in Depressionen fallen. Und wie sollst du über das Ganze denken? Das zeigt dieses Bild. Das sind Erinnerungen, Kindheitserinnerungen. Das kann natürlich der Grund sein, dass er sich so fühlt. Dann mach Gedanken, ohne mit ihm zu reden, erstmal. Sprich es noch nicht an, aber Gedanken machen, warum ist es so? Was ist die Ursache? Und dieses Bild könnte für dich die Antwort sein, dass eigentlich der Grund in seiner Kindheit liegt. Und dann als nächster Gedanke, wie kannst du ihm helfen, wie sollst du mit ihm umgehen? Für mich ist das Wichtigste, was ich vermitteln möchte, dass du nicht immer diejenige bist, wo um ihn kümmert, weil besteht diese Gefahr, dass er genießt es, dass du immer da bist, dass du zuhörst, dass du Verständnis zeigst, du bemutterst ihn und das, was er sucht. Dieser Mutterbild. Du bist aber nicht seine Mutter, du bist die Partnerin. Und er darf die Rolle nicht vertauschen. Aber die Gründe, die Ursache anschauen und darüber Gedanken machen, das wäre klug. Weil dann weißt du, was fehlt ihm. Was braucht er? Und dann so kannst du mit ihm umgehen. Aber achte auf deinen eigenen Gefühlen. Zeig dich nicht ängstlich oder unsicher, sondern zeig dich selbstbewusst, lebensfroh und betrachte das schon ernsthaft, diese Problematik, was er hat. Aber zeig ihm das nicht, sondern vermittel Lebensfreude und Humor, dass er zu einer anderen Schwingung kommt und fühlt sich dadurch etwas besser, dass er mehr diese Leichtigkeit verspürt,
Es geht nicht von heute auf morgen. Es dauert. Es ist ein Prozess, aber die Richtung stimmt. Worüber macht er Gedanken oder sollte er Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Und das heißt, etwas in Bewegung setzen, was ihn begeistert. Sei es Kunst oder Sport oder Reisen, ein Hobby. Das, was ihn begeistert, was vielleicht dich auch begeistern kann, dass ihr ein gemeinsames Hobby habt oder gemeinsam unternimmt etwas in Freizeit. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Zeit miteinander verbringen, was dir auch Spaß macht und ihm auch. In dem Moment bekommt anderen Qualität sein Alltag. Er verspürt die Lebensfreude, bewegt sich etwas. Dann hat er gar keine Zeit nachdenken auf seine Depressionen. Was sind die Geheimnisse? Die verborgenen Dinge. Dieses Bild zeigt die Kelchen. Und die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und davon gibt hier 10 Stück. Also das ist ganz schön viel. Viele, viele, viele Gefühle. Und das kannst du vertrauen, dass er Gefühle für dich hat. Und du sollst auch zu dir selbst diese Selbstliebe aber auch verspüren, dass du dich nicht opferst in dieser Beziehung für ihn, weil du immer für ihn da bist. Und seine Geheimnisse zeigt dieses Bild. Schau mal die beiden Bilder an. Man könnte sagen, das ist fast das Gleiche. Und doch ein großer Unterschied. Erstens, das ist Feuerelement. Das heißt Begeisterung. In die Richtung bewegen, was ihn begeistert. Und das soll ihm bewusst sein. Ihr braucht da Gedanken, einen Plan. Und dieses Bild zeigt die Luftelement, was bedeutet auch Leichtigkeit und bedeutet auch von etwas trennen, endlich aufatmen zu können. Und genau das ist seine Thematik. Das Pferd schaut nach vorne, dieses Pferd schaut nach hinten. Das ist Zukunft, das ist Vergangenheit. Und das ist Gegenwart. Das heißt, so lange, bis er nach hinten schaut, so lange, bis ihm die Vergangenheit, diese Vergangenheit, auch diese Kindheit ihn beschäftigt, geht es ihm nicht gut. Weil das sind Erinnerungen und diese Erinnerungen sind mit vollen Tränen. Und entsteht auch Angst. Und er zeigt auch seinen Angstzustand und plötzlich kümmert jeder um ihn. Weil jeder hat Mitleid mit ihm, weil er hat Depressionen. Also jeder leidet mit. Und er nimmt das so wahr, auch bei dir. Du zeigst Verständnis oder hörst zu. Oder bist für ihn da und es gefällt ihm. Warum sollte er von Depressionen verabschieden? Da geht es ihm gut dabei, in solchen Momenten. Ich möchte nicht sagen, dass das ein toller Zustand ist. Und ich möchte auch nicht sagen, dass er was vorspielt. Ich nehme das so ernst. Aber mein Rat wäre, da nicht festzuhalten und nicht das betonen, seine Depressionen, sondern die Aufmerksamkeit in andere Richtung lenken. Und auch verstehen, dass es Momente gibt in seinem Leben, wo er jammert und andere Mitleid haben.
Und in dem Moment bekommt er Aufmerksamkeit, Streicheleinheiten. Und wenn das bekommt und den Moment tut ihm das gut, dann neigt er dazu, auf diesem Gefühlszustand festzuhalten. Die Lösung liegt aber nicht daran, das festzuhalten. Die Lösung liegt daran, davon verabschieden. Und auch von diesen Erinnerungen. Das heißt, seinen Blick nicht nach hinten in die Vergangenheit richten, sondern mehr im Gegenwart sein. Und das, was ihn gerade trifft, diese Einflüsse von außen, diese Probleme anschauen. Weil das trifft ihn aktuell. Und da keine Angst zu zeigen, sondern sagen, okay, das ist das Problem. Oder gibt es Einflüsse von außen, vielleicht ein Angriff. Dann muss er das auch wahrnehmen und sich wehren. Und wenn da Stärke zeigt, dann kommt auch die Stolz. Und das, was ihn innerlich stärkt. Und da kannst du für ihn da sein, eine Unterstützung geben, einen praktischen Rat geben. Aber da seid ihr mehr im Gegenwart. Und all das, was in Kindheit war, in Vergangenheit, das sollst du nicht ansprechen. Sonst beschäftigt ihm das zu sehr. Nur du sollst da Gedanken machen, was ist genau die Ursache, was diese Traurigkeit auslöst, welchen Problemen hat er. Weil dann kannst du das ihm geben, vermitteln, was er braucht. Weil er hat da einen Mangel. Und dieses Bild zeigt noch etwas. Dieses Schwert trennt etwas, schneidet etwas ab. Das hat eine symbolische Bedeutung. Und das sind Gefühle wie Angst. Von Angst befreien. Und wenn er von seinen Ängsten befreit ist, dann bekommt er Luft zum Atmen. Und wenn er Luft hat zum Atmen, dann hat er auch die Leichtigkeit. Und wenn in Gegenwart diesen Problemen lösen kann, dann kommt auch Ruhe. Und in Ruhe liegt die Kraft. Und wenn er diese Kraft verspürt, dann kann etwas in Bewegung setzen, was ihn begeistert oder was euch beide begeistert, dann unternimmt ihr etwas. Und so holst ihn raus aus diesem Zustand Depressionen, weil das ist wie ein Sumpfgebiet. Und im Sumpf kann er nicht seine Schritte machen. Er braucht schon Hilfe, aber das ist nicht die Mitleid, weil das ist den falschen Weg. Was verbindet euch? Das zeigt hier dieses Bild, dass du auf deinen Gefühlen achten sollst, damit eine neue Zeit entstehen kann. Du brauchst da kein Schuldgefühl haben oder schlechtes Gewissen haben. Du musst dich auch nicht demütigen, sondern raus aus dieser Haltung, damit eine neue Zeit kommen kann, und zeig dich stark, zeig dich stolz wie diese Königin. Dann hast du auch den Sieg. Und jetzt klären wir die Gefühle, und dazu habe ich diese ganz süße Gefühlsklärungskarten. Und das erklärt etwas über seinen Gefühlen. Ich bin der träumende Elefant. Ich bin grenzenlos in meinen Träumen. Ich habe Visionen und Fantasie, Ideen. Manchmal flüchte ich in meinen Traumwelt.
Und das ist eine Botschaft, erstens, dass er Träume hat und Visionen und Fantasie. Das ist wundervoll, weil ein Traum kann auch wahr werden und wir sollen die Träume auch ernst nehmen und daran glauben und dann in Tat umsetzen. Aber wenn jemand von der Realität flüchtet im Traumwelt, das ist nicht so gut. Und ich denke, das ist gerade das, was die Situation betrifft. Diese Herausforderung will er nicht sehen. Die Beziehung, da die Verantwortung übernehmen, ist für ihn auch zu viel. Das will er auch nicht sehen. Was macht er? Er zieht sich zurück. Das ist dieser Rückzug in seine eigene Traumwelt. Liebe Abanaira, so könnte ich diese Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Alles Gute und alles Liebe von Dendera.